Hallo Leute und willkommen zurück zu Eternator mit Mega ausrasten. Nein, mit Mega da hineingehen. Und Uhr starten. Heute wird's in den nächsten Part. Heute und in den nächsten Parts wird's gruselig. Denn wir gehen auf den Friedhof. Ja, ich übertreibe schon wieder. Ja, aber ihr seht, ich mach nur Spiele mit Gruseleffekt. Wir sehen, wir sind hier am Friedhof. Also, Horror. Grad hoch. Habt ihr schon Angst? Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr Angst habt. Nee, so ein Scheiß. Wer würde auf diesen Scheiß Friedhof Angst haben? Ich mein, wir sind hier nicht der dumme Vater von dieser Göre da. Und das ist ein Speicherpunkt. Den werde ich jetzt aber noch nicht benutzen. Und wie ich diesen Friedhof hasse. Ich hasse ihn abgrundtief. Hallo Kitty. Hey Kitty. Hier bist du also. Dein Papa macht sich Sorgen um dich. Das weiß ich gar nicht, denn ich habe mit dem Vater gar nicht geredet. Hier ist es gefährlich. Geh lieber schnell nach Hause. Das geht nicht. Ich muss doch ins Wasser für meine kleine Schwester holen. Ja, halt die Klappe, ich mach das schon. Du bist ein guter Bruder, weil du an deine Schwester denkst, aber dein Vater macht sich doch Sorgen. Lauf einfach nach Hause. Keine Angst, die holen das schon, das Wasser für deine Schwester. Aber es ist nicht einfach, zur Simile-Quelle zu kommen. Seht ihr, dieser Nebel versperrt den Weg zur Quelle. Ich scheiß auf Nebel, ich geh einfach durch. Was, das bisschen Nebel? Mein Vater nennt ihn Gräuel des Kobolds oder so ähnlich, was auch immer das heißen soll. Oh je, stimmt, ich kann keinen Schritt weiter gehen, was müssen wir denn tun? Siehst du die Kerze da drüben? Wenn diese Kerze brennt, verschwindet der Nebel, aber sobald die Kerze erlischt, kommt er wieder. Moment mal, warum ist der denn noch da? Die Kerze brennt doch. Moment mal! Schau mal, siehst du die andere Kerze da? Wenn es zwei Kerzen gibt, müssen beide brennen, sonst geht der Nebel nicht weg. Aha, dann zünden wir eben an der anderen Kerze an. Sie eben an der anderen. Keine Ahnung. Zum dumm zum Lesen. Schon spät. Oh, man kann einfach nicht einfach irgendeine Flamme benutzen. Schaut mal, die Kerzen haben verschiedene Farben. Die Kerze brennt nur, wenn die Flamme dieselbe Farbe hat wie die Kerze. Kapisch? Wir müssen also eine grüne Flamme finden, um diesen Nebel loszuwerden. Da wir mehr als eine Flamme brauchen, können wir diese rote hier schon mal mitnehmen. Ja, damit! Ja! Aha, so nimmt man also die Flammen. Und wir haben eine coole Anzeige. Bestimmt, es gibt es hier auf dem Friedhof noch mehr Flammen. Ich hab's kapiert, wir müssen eine andere Flamme finden, damit der Nebel sich auflöst und wir weiterkommen können. Schafft ihr das denn? Ach ja, wenn es um ein hübsches Mädchen geht, findet dieser Knabe hier mitten und weh. Stimmt's alle, Kretno? Punkt, Punkt, Punkt. Mehr könnte ich auch nicht dazu sagen. Meine Schwester soll nicht traurig sein, sie ist doch so niedlich. Bitte tut, was ihr könnt. Ich weiß nicht, die haben mir das Kleine nicht genau angeschaut, aber... nein, ich bin nicht pädophil. Ja, ist dir schon gut. Wir werden ihr helfen. Versprochen. Geh einfach nach Hause und wartet dort auf uns. Aber Alcreto ist eindeutig pädophil, aus dem einen Grund schon. Ich meine, ich zeig's euch mal. Schaut euch hier. Schaut euch das Kostüm von Pete an. Er ist ein Junge. Pete ist ein Junge. Und er trägt eine Mädchenschuluniform. Ja. So viel dazu. Mal schauen, was brauchen wir hier? Hier brauchen wir eine blaue. Habe ich nicht. Wo geht es lang? Hier vielleicht. Ja, rote Kerze anzünden. Lass mich rein. Danke. Und hier finden wir wieder komische Gegner. Ja. Ihr seht diese. Ich hasse diese Dinger. Und hier sind wieder Hexen. Ja. Ma, ganz vergessen, dass ich
Oh mein Gott, die Hexe ist dran. Nein, zu früh gedrückt. Au. Ja, Hexe, jetzt kommt sie wieder mit dem coolen Angriff. Den ich zu dumm zum Blocken bin. Ja, danke. Ja. Vollmäßig ausrasten. Und dann nach unten rennen, wo die Hexe getötet werden will. Ja, voll getroffen. Ja, Hexenpower. Nein, schon wieder zu früh. Ah, nichts weg. Wo zur Hölle zieh ich überhaupt hin? Egal. Ja, mega Hexe. Megamäßig zur Hexe rennen. Kabam. Bin nochmal dran. Ja! Megamäßig Hexe verprügeln. Ich mag es, Hexen zu verprügeln. Sternplätzchen für Masuka und für Viola. Und Ausrüstung. Du, Schmaragd einfach drunter, Handschuhe der Erholung, rein. Hexe von hinten durchnehmen. Bah, vergiss das immer. Stirb, du Scheiß, Dreck, Hexe. Ja, Hexe tot. Alexen tot! Ich habe nicht aufgepasst, irgendwie. So. Was war das? Oh nein, nicht die! Ich hasse die Dinger. Ah, was? Was? Nein, tot. Sonnenschützer, ja, cool. Ja, klar. Bam, bam, bam. Ja. Ja. Chonka. Oh, oh. Oh. Ist klar, Alter. Stirb. Stirb. Trickstyle. Ich hasse es. Verrotte bis ins Ende deiner Tage. Nochmal. So, sehr schön. Deshalb hasse ich diese Dinger. Und kämpfe hier lieber nur gegen die Hexen. Mann, schon wieder so ein Ding. Mein Gott, hört das? Bergaffen. Stirb, du scheiß dreckige Hexe! Was? Nein! Damit habe ich nicht gerechnet. Ja.
Nein! Mann! Ja! Ja, du scheiß Dreckshexe! Würde dir so passen? Stirb! Blöde Hexe! Ja, klar! Ja! Was? Wie? Nein! Nein! Mann, dreh dich um, du Trottel! Ja, ja! Nein! Ich bin zu blöd! Mann, das ist ja wie Ola! Ja. Ja. Stirb! Stirb! Oh, ja! Ich hasse es! Ich hasse... Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Friedhof hasse? Nicht? Dann kämpfen wir gegen die Hexe hier. Ich glaube, ich stehe meine... meine... Truppenlevel wieder runter. Und warum gehe ich mit Viola schon wieder zum Feind? Stirb! Du blöde Hexe! Ich hasse Hexen hier! Tod! Was will die von mir? Ja. Weg. Bam, bam. Stirb! Du Dreckshexe! Ja. Alle Kretos stecken da weg. Cool! Was auch immer. Was wollte ich? Ich wollte genau das Gruppenlevel wieder runterstellen. Auf 2. Ich komme irgendwie noch nicht damit klar. Ich weiß auch nicht, wann die eigentlichen Umstellzeiten sind. Stirb, du scheiß Hexe. Ah, wa? Falscher Mann! Schon wieder funktioniert schon nicht so, wie ich mir vorstelle. Was hat die vor? Ich hab geblockt, Alter! Ja klar, von hinten, du scheiß Dreckshexe! Nein, nicht auf die! Zieh doch auf die, du Blöd! Lieber mit einem Schuss tot. Stirb, du alte Dreckshexe! Ich hab geblockt, verdammte Scheiße! Die Sniper ich weg, Scheiß Hexen! Sternblättchen. Du. Reicht. Wie viel Zeit habe ich noch? Keine. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit bei Eternal Sonata. Bis dann, Leute, und ciao.